Ein schleimtastisches Hallo, liebe Freunde. Dass deutsche Übersetzungen in Videospielen hier und da schon einmal seltsam sein können, dürften wir alle ja mittlerweile schon wissen. Doch in Minecraft wird das hier und da auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon getoppt. Immer wieder kommt es vor allem auf der Bedrock Edition dazu Übersetzungen, die absolut unnötig sind und auch gar keinen Sinn ergeben teilweise. Und genau 10 solcher Fälle schauen wir uns im heutigen Video einfach mal gemeinsam an. Die Videofrage an euch da draußen ist aber noch, auf welcher Sprache spielt ihr Minecraft? Ganz normal auf Deutsch? Oder auf Englisch, wie ich jetzt zum Beispiel, oder auf einer ganz anderen Sprache, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Abonniert noch gerne den Kanal, um keine weiteren Minecraft-News zu verpassen und liked noch das Video, wenn ihr eine weitere Ausgabe davon sehen wollt. Vielen Dank. Starten wir zunächst einmal mit einem ganz frischen neuen Feature. Dem LA. Dieser Mob sammelt ja für dich Gegenstände vom Boden auf, bringt sie dir oder droppt sie bei einer Jukebox. Soweit, so gut auf jeden Fall. Und der Name LA wäre meiner Meinung nach auch im Deutschen klar gegangen, was für mich bei Mobs sowieso grundsätzlich immer der Fall ist. Das deutsche Übersetzerteam war da aber ganz anderer Meinung. Auf der Minecraft Bedrock Edition heißt der LA nämlich Helferlein. Was? Nein, also das klingt einfach komplett mies. Auf der Java Edition geht es sogar noch einigermaßen mit dem Namen Hilfsgeist. Okay, so gerade noch, auch nicht das Gelbe vom Ei, aber nicht so schlimm wie Helferlein. Aber warum übersetzt man das überhaupt? Also wirklich absolut unnötig. Jeder nennt ihn LA, ob er auf Deutsch oder auf Englisch spielt. Oder liege ich hier jetzt gerade komplett falsch? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Der nächste Block kam mit dem 1.17 bzw. 1.18 Update dazu, und zwar Deep Slate. Ich kann zwar verstehen, dass man Blöcke grundsätzlich gerne übersetzen möchte, aber Tiefenschiefer? Wirklich? Es ist natürlich die 1:1 Übersetzung, die man auch bei Google theoretisch finden würde oder beim Google Übersetzer, aber Deep Slate hört sich nicht nur 100 mal nicer an, sondern macht für Minecraft an sich auch einfach viel mehr Sinn, weil man muss nicht alles übersetzen. Haltet euch fest, Freunde, komplett den Vogel abgeschossen, für mich auf jeden Fall, hat die damalige Übersetzung von den Piglins. Die kam ja mit dem 1.16 Nether Update dazu und während der Entwicklungsphase hießen diese einfach mal in einer Bedrock Beta oder während der Beta Phase auf der Bedrock Edition tatsächlich Schweinis. Schweinis. Hallo? Also zu unserem Glück wurde das natürlich in der Vollversion behoben. Das wurde halt geändert quasi zu Piglins. Also sie heißen sowohl auf der Java Edition als auch auf der Bedrock Edition Piglins im Deutschen. Was ich wirklich, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber wer da auf Schweinis gekommen ist, der weiß ich nicht. Der muss mal einen Kaffee weniger trinken oder so. Eine weitere Bestätigung dafür, dass sich im Englischen einfach alles besser gefühlt anhört, ist der Name Deep Dark. Mit dem 1.19 Update dazugekommen und das Zuhause vom Skulk und auch vom Warden. Doch im Deutschen klingt es einfach absolut weird. Tiefes Dunkel. Ich bin wirklich sehr froh, dass sowohl beim Debug-Screen auf der Java Edition als auch bei der Befehlseingabe alles in Englisch steht. Mir persönlich wäre es gar nicht ohne euch aufgefallen, beziehungsweise nicht direkt, aber viele von euch verachten auf jeden Fall ebenso den Namen Plagegeist. Diese ohnehin schon extrem nervigen Monster heißen im Englischen ja Vex, also was kurz und knackig einfach auch viel besser klingt. Ich glaube, jeder von uns sagt Pferderüstung, oder? Ich meine die Bedrock-Spieler sowieso, da sie dort auch wirklich Pferderüstung heißt und im Englischen auf beiden Plattformen Horse Armor. Ja, also halt Pferderüstung 1:1 ins Deutsche übersetzt, oder? Nee, auf der Java Edition heißen sie Rossharnisch. Die haben nicht nur das Pferd gestrichen, sondern auch die ganze Rüstung. Klar ist das ein legitimer Begriff oder ein legitimer Name für das Item. Das Wort gibt es natürlich auch. Aber warum nicht einfach auf beiden Plattformen ganz normal Pferderüstung? Genauso wie es halt jeder da draußen ausspricht. Weil ich denke mal nicht, dass es irgendwen da draußen gibt, der wirklich den hier droppt. Yo, ich habe gerade einen goldenen Rossharnisch gefunden. Let's go. Wieder im 1.19 Update angekommen, schauen wir uns einfach mal die neue Verzauberung genauer an. Im Englischen Swift Sneak. Du schleichst also deutlich schneller mit dieser Verzauberung, was unten im Deep Dark und in den Ancient Cities extrem nützlich sein kann. Auf der Bedrock Edition zu meiner Überraschung heißt diese Verzauberung auch flinkes Schleichen. Joa, kann ich eigentlich akzeptieren, auch wenn ich eher trotzdem Swift Sneak sagen würde. Auf der Java Edition dagegen heißt sie Huschen. Huschen? Mehr mag ich da jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr zu sagen. Naja, ihr kennt ja sicher alle noch diesen Dude hier, oder? Den Piglin Brute. Gut, der ist stark, groß, nervig und befindet sich meistens in irgendeiner Bastion im Nether oder in jeder Bastion. Falls ihr ihn das nächste Mal begrüßen solltet, dann nennt ihn doch einfach mal Piglin Grobian. So heißt er nämlich im Deutschen, was laut Google auch ein ungehobener, rücksichtsloser Mann ist. Also, ja, da bleibe ich auf jeden Fall mal lieber bei Piglin Brute. Überlegt mal, er würde jetzt sonst heißen Schweini Grobian. Ja,
das hätte nochmal alles abgeschossen, wirklich. Wusstet ihr eigentlich, dass das Ziegenhorn auf Bedrock und Java zwei unterschiedliche Namen haben? Also einmal so auf der Java Edition und einmal so auf der Bedrock Edition. Ihr könnt ja mal vermuten, welche Plattform hier dieses Mal wieder reinscheißen muss. Es ist, man mag es kaum glauben, dieses Mal die Java Edition. Zwar nicht super dramatisch, aber es heißt hier Boxhorn. Warum auch immer. Also warum auch nicht einfach Ziegenhorn? Ziegenhorn hieß es in der ganzen Entwicklungsphase, Ziegenhorn heißt es auf der Bedrock Edition. Jeder Mensch da draußen sagt Ziegenhorn und nicht Boxhorn. Wäre ja auch alles wieder mal zu einfach gewesen. Bedrock ist ja schon seit Ewigkeiten ein existierender Block in Minecraft und markiert ja quasi das Ende einer Minecraft-Welt auf die Tiefe bezogen. Und Bedrock wird, denke ich mal, auch jeder von uns da draußen sagen und auch das für den Rest unserer Minecraft-Zeit wird man diesen Block Bedrock nennen. Ich denke mal, der Name ist auch so kult, dass die deutsche Übersetzung an der Stelle absolut unnötig war und man sich diese Zeit und auch das Gehalt fürs Übersetzen hätte sparen können an der Stelle. Denn Grundgestein sagt, glaube ich, kaum bis gar keiner von den deutschen Minecraft-Spielern da draußen, oder? Falls doch, meldet euch gerne mal freiwillig, dann werdet ihr gebannt, was? Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Übersetzungen haltet. Findet ihr sie auch teilweise unnötig oder sagt ihr, nee, da bin ich voll dabei. Also Grobian und auch hier Huschen und Schweinis, das ist, ich weiß gar nicht, was du hast, Gaming Guides, das hört sich alles super an. Oder habt ihr auch noch andere Fälle? Falls ja, schreibt sie natürlich alle immer gerne unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Teil. Es kommen ja noch ein paar Updates, da könnte noch einiges auf uns zukommen. Ich freue mich schon. Ansonsten wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.